Hallo Freunde, willkommen zurück hier bei der Legends Series bei Grid Autosport. Ja, wir haben ein katastrophales Drift-Rennen und ein interessantes Rundrennen, also Ovalkurs hinter uns. Und jetzt geht's denn weiter mit der Tourenwagenmeisterschaft. Da haben wir direkt zwei Rennen. So, Mount Panorama. Das ist, glaube ich, die Strecke, die ich gar nicht leiden kann. Und naja, wir werden mal gucken, wie es so wird. Ah, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel, dass wir hier jetzt noch ein Event haben von denen hier. Naja. Drei Runden, ne? Kann ja nicht so lang sein dann. So, wir machen als erstes mal das Qualifying. Und ja, auf geht's. Ja, und das ist die Strecke, die ich gar nicht kann. Da sind, glaube ich, die letzten Ergebnisse auch nicht so richtig prickelnd gewesen. Naja. Wir werden aber unser Bestes geben, ne? Natürlich. So, bis hierhin sollte es ja kein Problem sein. Aber jetzt kommen halt ein paar Stellen, die ein bisschen unangenehm sind. So, da kann man sich drauf einstellen. Ich glaube, wir fahren einfach mal eine Runde, wo wir dann uns auch erlauben, hier die Rückblenden dann zu benutzen. Dann sollte es eigentlich weit nach vorne gehen, ne? Das ist ja gar nicht so unwichtig. Zumal wir ja zwei Rennen fahren müssen mit dem Qualifying-Ergebnis. Das war auch wieder sehr viel Tempo verloren. Ey, diese blöde Strecke hier. So, das ist jetzt diese Scheißstelle, die ich meinte. Kann man verstehen, oder? Die ist natürlich super zum Überholen. Aber danach gibt es meistens dann eine fette Zeitstrafe. Bin ich gerade überfragt, warum wir hier keine bekommen haben. So, und jetzt müssen wir es irgendwie nach Hause bringen. Fünf Rückblenden haben wir hinter uns. Und ich weiß gerade gar nicht, wo wir stehen. Ich weiß nur, dass wir nach dieser Runde dann auch aufhören können, weil ohne Rückblende diese Strecke ist schwierig für mich. Warum gehe ich denn hier so in die Eisen? Scheiße! Das hat natürlich jetzt Zeit gekostet. Doof, ey. Die war vernünftig nochmal. Fünf Sekunden, Leute. Und ich brauche gar nicht mehr fahren, weil das würde nicht besser werden. Fünf Sekunden. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wo ich hier fünf Sekunden verloren habe. Gut, die letzten beiden Kurven waren scheiße, aber... Oh, fünf Sekunden. Naja. Das wird schon irgendwie hinhauen, ne? Müssen wir mal hoffen, dass die Sophie Müller hier sich vorne festbeißen kann. Und wir werden natürlich auch gucken, dass wir nach vorne fahren können. Das erste der beiden Rennen... Wollen wir dann auch direkt starten? Los geht's. Machen wir das Beste draus aus dieser mistigen Strecke. Aufpassen.
aufpassen. Einer der Fahrer hat einen Dreher. Ja, hier hätte man mehr Plätze gut machen können, aber... Oh man, 16. Platz ist die Sophie Müller. Was hat die denn jetzt gemacht? Leute, da müssen wir einen Neustart machen. Da können wir jetzt... Nee, das ist scheiße. Weißt du, die war Dritte. Was hat die denn da jetzt gemacht, Mann? Auf die sind wir jetzt angewiesen, ne? Schon wieder Letzter. Was macht die denn? Was macht die denn bitte? Da links steht sie. Boah, die wird da immer abgedrängt. Nee, das ist scheiße, ey. Da kann ich ja jetzt auch nichts für. Das können wir uns eigentlich nicht erlauben, dass die Letzte ist und wir dann auch von hinten nach vorne fahren müssen. Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Die wird da, glaube ich, immer weggerempelt, ne? Jetzt hat sie es geschafft, vorne zu bleiben. Ja, dann kann ich auch das Rennen jetzt mal als eröffnet erklären. So, und wir müssen natürlich so schnell wie es geht nach vorne fahren, solange das Feld noch so eng beisammen ist. Und es wäre natürlich gut, möglichst viele Rückblenden aufzusparen. 8. Platz. Hört sich schon mal nicht so schlecht an. Alter, was eine Drecksau. Alter, der lässt uns hier keinen Millimeter, der Lutscher. Unfassbar. Ja, da haben wir ein bisschen mehr abgezogen bekommen von der Zeitstrafe, als das, was wir dadurch gewonnen haben. Lohnt sich natürlich nur... Oh, scheiße. Lohnt sich natürlich nur, wenn man dadurch Plätze gut macht. So, aber wir können mit der ersten Runde ganz zufrieden sein. Aber so ein bisschen muss es schon noch nach vorne gehen jetzt. Und im nächsten Rennen natürlich dann auch, ne? Weil wir müssen uns jetzt zweimal nach vorne kämpfen. Ja, und Raven West, nee, nur Aaron Wesley. Der andere, weiß ich gar nicht, wo der jetzt ist. Ja, guck mal, wo ich bin, Kollege. Mehr Hauptfeld geht ja wohl nicht. Ah, der Kokoreff, ja. Ich dachte, das wäre der zweite Platz. Aber dann ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich beide Raven West auf 1 und 2. Sollten wir von ausgehen.
Das ist schön für den Leo Garnier. Ich hoffe, den wiederholt er. Oh. Naja. Scheiße, hätte schlimmer. Hätte auch besser laufen können da. Warum musste der da auch schleudern? Jetzt haben wir natürlich hier in unserem Armaturenbrett erstmal schöne orangene Zeichen. Und eine Rückblende weniger. Naja, aber wir haben ja eigentlich auch nur noch eine Runde und den Rest von dieser hier. Das Auto zieht ein bisschen nach links. Und wir sind so nah am Feld vorne dran, aber immer noch in dem Bereich, wo wir nicht attackieren können. Das ist ein bisschen doof. Ah. Gerade noch Glück gehabt. Oh, Leo Turner ist Siebter? Okay, Runde 3. Nee, das ist ja gar. War das ein Raven West? Nein. Aber Sophie Müller ist jetzt auch auf Platz 2. Also, das Rennen entwickelt sich in die richtige Richtung. Und wenn wir hier auch noch 2, 3 Leute holen können, dann ist es sogar sehr gut geworden. Nee, der Garnier ist ja, glaube ich, hier. Oh, und Sophie Müller führt. Sophie Müller führt das Rennen an. Oh, Junge, mach jetzt keinen Stress hier. Ah. Nein! Ah, an so einer blöden Stelle. Wir müssen den Abstand halten. Oder verkürzen. Dann können wir in der nächsten oder der, also in der übernächsten oder der letzten Kurve vielleicht nochmal einen anfassen. Oder vorbeigehen irgendwie. Eine Rückblende haben wir noch. Ah, das war jetzt gar nicht so heftig beabsichtigt. Hätte vielleicht auch mehr draus werden können, hätten wir den vernünftig überholt und nicht diese Lücke nach vorne jetzt gehabt. Aber so ist es ein guter 5. Platz. Wow, wow, wow. Also, dann addieren wir mal. 11 plus 21 macht 32 und 17 plus 13. Ja, also, Vorsprung quasi knapp ausgebaut und das trotz des miesen Qualifyings. Glück gehabt. Nach vorne wird es natürlich ein bisschen dünner. Aber, also nach hinten hier, was jetzt die Fahrermeisterschaft angeht. Aber im Team haben wir die Punkte verteidigt. Und beim nächsten Rennen müssen wir das wiederholen. Also, da starten wir auch wieder vom letzten Platz. Und ja, hoffentlich wird sich das Rennen so entwickeln wie dieses hier. Ich sag danke fürs Zuschauen, Leute. Dieses Rennen noch und dann noch ein Event. Ich weiß es nicht genau, was das für eins sein wird. Und naja, wir müssen mit allem rechnen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Kann sein, dass es noch Endurance wird. Mal sehen. Ich sag danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Macht's gut.